Ah, so schön hier, Balui. Du hast recht. Guck mal, lass mal an dem Bändel hier ziehen. Du meinst, dass es Ärger vom Meister gibt? Was die. Nein, ja, Nicht, dass die Lampe runterkommt. Du, da ach, kommt das ist einer. eine Lampe. Ups, ich dachte, Du hast das wäre eine recht. Glocke, Balui. Du hast recht. So. Warte, wo müssen wir eigentlich hin? Der Warte Typ mal, ist ich doch schau mal auf vorgelaufen. meiner Karte. Er hat gesagt, wir sollen den Weg nach Westen nehmen und dieser Weg hier führt nach Westen, Na Balu. gut, wenn du das Aber sagst. hör mal Boah, zu, was ich absolut nicht verstehe, Balu. Warum werden die Brücken bei uns immer mit so einem Buckel gebaut? Ich meine, ich guck mal, verstehe das auch da nicht. Mit muss man diesen tiefer erst hier gelegten Karren hoch, kommt man gar nicht hoch. da muss Boah. man erst hier hoch und dann wieder runter, anstatt eine gerade Brücke zu bauen. Ich finde das schon Ja. ziemlich, ja, Suboptimal. sehr suboptimal. Und wo Guck mal geht's hier hier, der lang? Baum. Warum Oh, sind sieh die nur da Wurzeln denn unten. hier draußen? Das sieht so toll aus. Guck da unten in dem Tal. Da hinten ist unsere Ausbildungsschule. Siehst du sie? Boah, Da. ist das weit weg. Das ist schon echt lange her. Das ist mega lange her. Ach. Aber gut, Balui, wir sind jetzt stärker geworden. Wir haben neue Angriffe. Ja, ich habe so viel gelernt, seitdem wir losgezogen sind. Okay. Oh, Wow, schon wieder warte, so. warte, warte, Achtung, zurück, zurück. Was ist Was das? los, Was ist los? das? Balui! Hast du das auch gesehen? Wow. Wow. So Das ein habe ich ja noch nie vorher gesehen. Das ist unglaublich. Dreht er hier seine Runden? Der wollte uns angreifen, oder? Nein, glaube ich nicht. Sonst wären wir hier jetzt nicht mehr da, Balui. Oh Ich Gott. hoffe, du hast recht. Hallo, hier Hallo. Zahn, hast du das auch gesehen? Oh, die Lehrensucherin beginnt ihren Unterricht direkt die Treppe hinunter, falls ihr zuhören möchtet. Sollen wir mal. Ja, dann gehen wir mal hin. Vielleicht erzählt sie was Spannendes. Kann ja Guten sein. Tag. Oh, falsche Richtung. Oh, da unten. Oh, sieh nur, eine Schildkröte. Wo? Ah, hallo, guten Ah. Tag. Cool. Ist Rurlin und Amai. Es handelt von seinen Abenteuern. Ist das hier ein Kindergarten, Balui? Bis nein. Doch, ja, sieh doch nur, hier sind Kinder und das sind die Aufpasser. Aber Oh, und sieh nur hier, ein wunderschöner Bonsai-Baum. Guck mal. das ist spannend, guck mal. Was erzählt sie? Doch sie wuchs und wuchs immer weiter, so groß, dass manche Leute sie die wandernde Insel. Sie erzählt von der Insel, wo wir drauf wohnen. Hast du eine Ah. Frage, Hau? Wir Wir leben leben auf dem auf. Rücken einer riesigen Schildkröte. Ja. Ja. Stimmt genau, Hau. Unser Zuhause ist auf dem Rücken von Shenzhen Su. Cool. Die Geschichte Wow. höre ich mir gerne an. Guck mal, da ist Ting Ting. Du bist Ting Ting? Süße kleine Schildkröte. Ah. Weiß die Schildkröte denn, dass wir hier sind? Stimmt, eine gute Frage. Seit vielen Generationen hat niemand mehr mit Shenzhen Su geredet. Der hat sich immer nur. Ah, ich hab's nicht zu Ende gehört. Ich bin mir sicher, dass Shenzhen Su von unserer Anwesenheit weiß und dass wir alle wichtig sind. Und Hao? Hey, Hao ist unwichtig. Hao, Hao. Oh. Ganz besonders Hao. Li Lung hat einmal gesagt: Edel ist, wer stets Fragen stellt. Wir sollten alle wie Kinder sein. Denn die Welt ist wie Eltern für uns und kann uns vieles lehren. Ja, ihr solltet alle mehr so sein. Oh, Ich. den finde ich cool. Wo Ich kommen wir mag Hao. her? Pfui, Ich eher würde mag ich ihn, von dieser mag ihn. Brücke springen. Ah, das ist aber ganz schön gemein. Wollen wir weitergehen, Ach ja, Balui? ich glaube ja, das ist eine gute Idee. Aber es könnte doch echt sein, dass es ein Kindergarten war. Balui. Ja, das ist. Tschüss, Hau Hau und die anderen. Oh, und jetzt wieder über so eine steile Warte auf Brücke mich, rüber. Basti, nicht, Oh. dass ich dich aus den Augen Ja, verliere. ich genieße den Ausblick. Ach, da unten, dieser Oh, ich Bagel. hasse diese Brücken bei uns. Die sind so bescheuert, du hast recht. Ach, sieh nur. Hier. Diese. Was sind. Oh, was. Oh, Das pass sind auf, ich rolle Affen. dir entgegen. Oh, ich kann mich nicht bremsen, Basti. Balui, Rollen sieht so aus. Ja, ich kann das halt leider nicht. Sieh nur Ich, hier, Balui. Warte mal, ich zeichne mir diese Ortschaft mal auf meine Karte. Okay. Ah. Hier sind das Gebetssteine? Die werden Das sieht attackiert aus. von diesen
Affen. Von diesen blöden Hosen. Nee. Oder so. Nee. Das sind. Was die? Das sind andere. Wow. Die, oh, der kommt. Da ist einer. Moment, ich kümmere mich drum. Ich helfe dir. Ah, hier, da. Aha, das. Ich geh ihn ein. Du kannst dich nicht bewegen, du Mistvieh. Ja, ja. So, aber was, lass uns mal G suchen. Irgendwie, ich glaube, der wartet auf uns. Lass uns lieber auf dem Weg bleiben. Also, Sicherheit. Ja, du hast recht. Aber ich möchte auch nicht. Das ist schon gefährlich hier. Hm. Nicht, dass sie uns angreifen nochmal. Ah, da vorne. Ich greife ihn an. Ja, hol du ihn her. Nee, er haut ab. Ist alles gut. Er haut ab. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Er hat uns tatsächlich nicht gesehen. Was ist? Links oder rechts? Wir müssen nach Morgenhauch, Baloui. Das weißt du. Und da ist ein Schild. Guck hier. Ah, okay, okay. Ja, du hast recht. Das geht in die Richtung. Hier ist Morgenhauch. Oh, schön. Ich muss mir das in meine Karte verzeichnen. Warte. Ja. Moment, ich gehe mal hier hin. Okay. Kurz zu diesem Schmied und verkauf mal wieder ein bisschen was. Hier einzukaufen. Das ist eine Schmiedin. Nein, doch nicht. Baloui, hallo, doch nicht. Ich habe mir das gerade nochmal anders überlegt. Oh, ich habe eine neue Robe und ich habe sie gar nicht angezogen gehabt. So, ich habe gerade bessere Sachen verkauft. Ups. Ich hoffe, das war jetzt aber eine doofe Idee. Ja, ja, ich habe sie wieder zurückgeholt. Eure Leidenschaften beherrschen lernen. Oh, das ist aber schön hier, Baloui. Du hast recht. Ist das hier, Entschuldigung. Ist das hier jetzt ein Gasthaus? Oh, hallo. Hey, Baloui, ich glaube, hier habe ich jemanden für dich gefunden. Sieh nur, lass uns mal hier an den Tresen sitzen. Warte. Du sitzt neben der Dame. Hallo. Also Baloui, ich muss sagen, die gefällt mir auch. Ja, nee, meine ist, ich gehe Hallöchen. Na? Ja. Ich hätte gerne so eine gegrillte Chilischote, wenn das. Deine Gesichtsmusterung gefallen mir sehr, sehr gut. Hast du Lust, hier mit mir? Hey, weißt du schon. Wollen wir mal versuchen, uns in Gefangenschaft fortzupflanzen? Ey! Baloui, nix mit fortpflanzen. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Komm jetzt mit. Ich. Komm jetzt. Aber. Los! Ach, Mann. Sauer. Wieso lässt du mich denn nicht ich sein? Du bist richtig ganz schön dreist. Guck mal, wer da hinten sitzt, Basti. Och, nee. Der Typ schon wieder. So richtig arrogant. Aber okay, ich bin mal gespannt, was er diesmal mit seinem Kopf zerschlägt. Wetten, wir müssen das wieder suchen? Hier ist der Älteste vom Dorf. Oh, guten Tag, Shao Pai. Oh, mir gefällt die Landschaft hier. Siehst du das da unten? Ist das Aisa? Schon wieder? Aber sieh nur, sie schon wieder über dem Wasser. Sie hat so eine komische Aura um sich herum. Siehst du das auch? Stimmt, das ist Google. Richtig komisch. Aber hier ist Yi auf jeden Fall. Hallo Yi. Rede mal mit ihm. Okay, Mist. Red du mal eben mit ihm. Basti, lass euch umarmen. Diesmal waren wir nicht allzu lang getrennt. Gut so. Ihr habt mit Aisa zusammengearbeitet, oder? Unsere verschiedenen Überzeugungen haben uns lange Zeit voneinander ferngehalten. Deshalb weiß ich nur wenig über sie. Aber jetzt, da ich sie ihre Rituale durchführen sehe, muss ich zugeben, dass sie mit ihrer Anmut und Disziplin einen seltsam verlockenden Eindruck auf mich macht. Aber wir sollten unsere Gedanken dringenderen Angelegenheiten zuwenden. Denkt ihr nicht? Nehmen wir uns dieses Affenproblems an, während wir nach Dafeng suchen. Okay. So, wir müssen den ältesten Shao Pai helfen. Es gibt nur wenige, die unsere Güte mehr verdient hätten als er. Auf dem Weg hierher sind euch bestimmt die Schriftrollen aufgefallen, die in der Grotte im Süden hängen. Die Hosen haben viele davon besudelt und leider kann der Schaden nicht rückgängig gemacht werden. Wir werden uns des Problems auf direkte Art annehmen, indem wir die Schriftrollen zusammen mit den Schmierereien der Hosen vernichten. Sorgt euch nicht um Shao Pai. Die Leute werden zusammenkommen und ihm dabei helfen, die Weisheiten erneut niederzuschreiben. Dafür werde ich sorgen. Diese blöden Affen, ich wusste, dass das nicht gut ist. Hast du gehört, Baloui? Er fährt auf Aisha ab. Aisha. Naja, sie ist mir sowieso ein bisschen zu arrogant. Die kann er ruhig haben. Oha. Naja, weißt du, manchmal weiß man halt, wann man zurückstecken muss. Da hinten der Drache wieder. Du hast recht. Hast du ihn gesehen? Aber hier. Ja, Eisenvorstirn, was los? Sprecht. Sammelt ein paar Steinblöcke beim Grat der lachenden Winde im Süden für mich.
Ihr konntet euch nun schon zweimal von meiner Stärke überzeugen. Doch euer Blick verrät, dass ihr immer noch zweifelt. Aber nicht mehr lange. Okay, er will Steine. Ja, also mit Bretter und Bambus habe ich das ja verstanden. Aber Steine? Er hat auch ganz schön viele Anhänger hier. Ja. Ist das die Eisenstirn-Religion oder Oh, Sinopalui. Der Meister. Was ist los? Oh, Meister, was ist meine los? Was, er was redet hier mit dem Ältesten. Schaupai, was bedrückt euch? Berichtet mir von euch. Die Hosen haben unsere Pinsel gestohlen und beschmieren unsere Schriftrollen mit ihren eigenen Weisheiten, wenn man das so nennen darf. Falls ihr hier seid, um zu helfen, dann haltet sie auf. Bringt doch unsere Pinsel zurück, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Familie. Alles klar, wir helfen ihnen auf jeden Fall. Ja, da zünde ich aber lieber die Dinger an. Das, was Feuerfoto gemacht hat, habe ich aber mehr Bock. Ja, okay. Hallo. Oh, die Blume ist genauso schön wie die Schleife in deinem Haar. Ich glaube, sie meditiert. Oh, oh, da ist ein Affe. Wir müssen Pinsel? Moment. Wer von denen soll Pinsel haben? Ja, die Affen! Ja. Was machst du denn da? Ich weiß nicht, irgendwas ist passiert mit mir. Ich bin vorbeigerollt. Ich bin rot. Warum bin ich rot? Ja, du wurdest angemalt. Angemalt. Guck mal, Basti, ich kann was Neues. Pass auf. Geh mal weg. Ich guck's dir an. Ich hab irgendeinen Angriff. Warte mal. Balui! Oh, hast du das gespürt? Besser. Ich glaube, ich kann dich heilen. Cool. Ich kann jetzt im Kampf, kann ich uns heilen. Ich bin außer Reichweite. Was müssen wir jetzt machen? Oh. Ich hab's angezündet, Balui. Na, ist gut. Und ich hab schon ein paar Steine. Ich hab noch leider keinen Stein mit dir gesehen. Du nimmst sie mir alle weg. Ich hab nur eins bis jetzt aufgezählt, so. Glaubst du, das ist in Ordnung für die, wenn wir zusammen die anzünden? Er hat doch nur gesagt, dass wir... dass wir das gemeinsam machen sollen, oder? Er hat das nicht gesagt, dass wir das getrennt machen müssen. Was ist das hier für ein Schrein? Das ist zu weit entfernt. Schack. Oh, hier kann man... Ach, ich lass Basti mal machen. Was ist los? Dann werde ich halt den ganzen Ruhm dafür kastigen. Na, ich komme. Aha. Na, kommst du bei den Mädels mehr an als ich? Nee, das kann ich nicht zulassen. Nee, Basti. Da träumst du von. Du willst nie so ein Frauenheld werden wie ich. Es ist auch nicht mein Ziel. Ich möchte was von der Welt sehen. Ja, ich auch. Ich möchte die Welt entdecken. Oh, ihr. Wir leben hier auf einer Schildkröte, Balui. Das ist. Ja. Vielleicht ist es das alles, was es gibt. Diese Schildkröte, die in dem Meer umhertreibt. Ich habe das Gefühl, es gibt mehr auf dieser Welt, Balui. Meinst du? Aber ich weiß es nicht. Ja, deswegen lass es uns herausfinden, anstatt uns auf Frauen zu konzentrieren. Lass uns herausfinden, wie groß diese Welt in Wirklichkeit ist. Ah, lass uns herausfinden, was es für Frauen auf der ganzen Welt gibt. Du hast recht. Na, guck. Ich komme auf jeden Fall mit dir, Basti. Da musst du dir keine Sorgen. Und mich wirst du so schnell los. Balui, ich habe schon alle Pinsel. Ich habe jetzt auch alle Pinsel, aber ja, ich brauche leider noch 6. Ich verbrenne mal noch ein so ein Teil. So. Oh, oh. Jetzt fehlen mir noch die Steine. Warte, ich brauche noch... Oh, hier war einer im Gebüsch. Oh. Ja. Du hast mich halt... Ich habe halt meditiert. Ich weiß nicht, was wichtiger ist. Ab und zu mal über die Geschichte unserer Welt meditieren und nachdenken. Oder immer nur kloppen, Basti. Was glaubst du denn wohl? Was denken bringt dich nicht weiter. Also doch, es bringt dich schon weiter, logisch. Aber Taten sprechen Worte, Balui. Vielleicht ist es auch einfach so, dass du die denkende Kraft bist und ich die ausführende. Ja, okay. Das könnte doch auch sein. Naja, gut. Ich glaube, ich habe auch alle Steine. Ich glaube, wir können zurück. Okay, ich roll mal vor. Ach, du mit deiner blöden Rolltechnik. Hahaha. Zu wem gehen wir zuerst? Ach komm, wir wissen ja schon, was bei Eisenstirn passiert. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Alten hier. Meinst du,
Zum aber Ältesten meine ich. Vielleicht kriegt er ja Kopfschmerzen. Welche Weise? Ich möchte die Hosen nicht für ihre Ambition verunglimpfen. Jedes Volk muss seinen eigenen Weg gehen, was diesen Vorfall betrifft, gefährdet sie aber unser Leben und unsere Kultur. Das können wir nicht zulassen. Ich bin euch zu Dank verpflichtet, junger Mönch. Schon bald werde ich mit der mühseligen Arbeit beginnen, unsere Weisheiten erneut niederzuschreiben, damit die Schriftrollen wieder aufgehängt werden können, um nachfolgende Generationen zu leiten. Immer mit der Ruhe. So. Okay, mal. Aber was unser Meister hier macht, verstehe ich auch nicht. Vielleicht sind das Freunde von früher? Freunde, ja. So, hier, wir haben deine Steine. Vielleicht haben die auch so Abenteuer erlebt wie wir beide. Ja, wer weiß. Ah, hier, bitteschön. Die Stärke des Körpers kann ohne die Stärke des Geistes nicht existieren. Gut, mein Kopf ist härter als härtester Stein. Tretet zurück und lasst mich eure Zweifel zerstreuen. Ja, bitteschön. Jetzt bin ich aber gespannt. Das kann doch nur wehtun. Ich bin auch sowas von... Wer jetzt noch an meiner Stärke zweifelt, ist ein Narr. Ich muss sagen, so langsam bin ich mehr als beeindruckt. Ja, Respekt Sorgen, hier, also. Jojo Eisenstern. Wow. Vielleicht solltest du von ihm mal lernen, was die... Ich meine, er scheint ja sehr stark im Nahkampf zu sein. Ja, wer weiß. So ein Kopf stark oder so. Aber Basti, bevor wir uns jetzt hier wieder zu Eisa begeben, lass uns doch mal hier am Wasser einen Moment ausruhen. Ich glaube, wenn wir da hingehen, die labern uns wieder nur voll und wollen wieder nur ganz blödes Sachen. Ich spiele in der Zeit mit der Schildkröte. Hallo, hi. Ja, mach das. Hallo. Ich kühle meine Füße. Hallo, die tun Schildi. Hi.